Lass uns beten. Herr Jesus Christus, es ist ganz schön heftig, was du uns zumutest in deiner Nachfolge. Du willst uns ganz dabei haben, willst, dass unser Herz bei dir ist, dass wir nach dir fragen und dir vertrauen und deinen Willen in unserer Welt umsetzen. Wir bitten dich für uns. Lass uns nicht ausweichen. Lass uns das alles nicht wegschieben, sondern berühre unser Herz, dass wir dir ganz und gern nachfolgen. Wir bitten dich für die Menschen in Not, für die Erdbebenopfer in Haiti, für die Kinder in den Kinderheimen Indiens, für die wir gesammelt haben. Lass diese Menschen Stärkung erfahren durch andere, die ihnen helfen. Und durch dich und deine Kraft, die du in ihr Herz geben kannst. So geh nun in dieser Woche mit uns. Leite uns auf deinem Weg und gib uns den Mut, diesen Weg auch zu gehen. In der Stille sagen wir Gott all das, was uns persönlich bewegt. Danke, Herr, dass du auch diese stillen Gebete hörst und erhörst nach deinem Willen. Lasst uns nun gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Bitte nehmt nochmal Platz. Wir singen das Schlusslied miteinander. Segne uns, o Herr. Und nun geht hin im Frieden und mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch
und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe und bewahre euch seinen Frieden.